Hallo und guten Tag, meine Freunde. In meiner Reihe Kellerkinder – unbeachtete Perlen der Webliteratur lese ich heute für Sie zwei Leserbriefe an die Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz, die Tierschutzpartei. Ein Hinweis vorab: Dies ist lediglich als literarische Würdigung zu verstehen und stellt keinen Eingriff in die politische Dimension dar, insbesondere da die Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz, die Tierschutzpartei, die beiden Leserbriefe unkommentiert lässt. Zu Beginn also der Leserbrief Bevölkerungs- und Familienpolitik, ein Vorschlag an die Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz, die Tierschutzpartei. Verfasst von George Morton, veröffentlicht unter tierschutzpartei.de/ihre Meinung. Am 4. Mai 2010. Betreff: Bevölkerungsfamilienpolitik. Ich möchte, dass unsere Partei zwei Thesen ins Programm aufnimmt. Und zwar: Erstens, wir empfehlen Eltern weltweit, sich auf zwei Kinder zu beschränken unter normalen Umständen, zum Beispiel kein Kindestod. In den meisten Industrieländern wäre aufgrund der höheren Umweltbelastung sogar nur ein Kind wünschenswert. Obwohl erfreulicherweise in den meisten Industrieländern die durchschnittliche Kinderzahl unter dem Ersatzniveau von 2,1 pro Frau liegt, gibt es trotzdem allzu viele Menschen, die drei oder mehr Kinder in die Welt setzen. Man denke nur an Ursula von der Leyen. Das ist seit circa 30 Jahren nicht mehr ökologisch vertretbar. Zweitens, in der BRD. Statt Kindergeld an die Eltern künftiger Kinder zu zahlen, sollten diese versorgt werden mit bio-veganen Naturalien kostenneutral. Das Subventionieren des Kinderkriegens muss aufhören. Begründung dieser Thesen: Tierleid. Weniger Menschen, von denen die meisten Tierprodukte essen, bedeutet weniger Tierleid. Menschenleid. Jedes Kind, das auf die Welt kommt, stellt leider eine ökologische Belastung der schon Geborenen dar. Dem prognostizierten Rückgang der Weltbevölkerung ab ca. 2075, der viele Leute dazu verleitet, die Dringlichkeit der Entwicklung zu unterschätzen oder zu leugnen, wird ein baldiger, gewaltsamer Rückgang zuvorkommen. Kriege, massive Hungersnöte, Pandemien. Das, was wir gerade in der arabischen Welt erleben, hat ebenso viel mit steigenden Brotpreisen zu tun, wie mit der Unbeliebtheit von Gaddafi und Co. Alle Umweltprobleme könnten schneller gelöst werden, wenn es weniger Menschen gäbe. Konsumverzicht und Müllvermeidung sind lobenswerte Ziele, aber sie reichen allein nicht aus. Ebenso ist der Zugang zu Verhütungsmitteln und Frauenemanzipation in vielen Ländern notwendig, aber nicht ausreichend. Akademische Studien. Gruppen wie zum Beispiel der britische Optimum Population Trust kalkulieren den ökologischen Fußabdruck von Staaten und veröffentlichen die Ergebnisse, um ihrer Botschaft wissenschaftlichen Nachdruck zu verleihen. Da sieht man, dass Deutschlands nachhaltige Bevölkerungszahl auch bei einem bescheideneren Lebensstandard bei circa der Hälfte der gegenwärtigen liegt. Soweit die Vorschläge an die Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz, die Tierschutzpartei. Der zweite Brief möchte eine stark gefährdete Spezies vor Tierquälerei schützen. Ich lese nun den Beitrag Urzeitkrebs als Spielzeugkit, verfasst von Susanne Niemuth-Mühlhäuser, veröffentlicht unter tierschutzpartei.de/ihre Meinung am 16. August
2012. Sehr geehrte Damen und Herren der Elternzeitschriften Eltern und Luftballon aus dem Stuttgarter Raum und der Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz. Vielleicht sind Sie ja geneigt, meine Meinung zu den im Spielzeugladen angebotenen Urzeitkrebsen zu veröffentlichen und so vielleicht einen kritischen Denkanstoß zu geben für diese neuerliche Form von Tierquälerei und Respektlosigkeit dem Leben gegenüber. Würde mich freuen, denn ist die Zeit nicht umsonst investiert, mein Entsetzen in Worte zu fassen. Gehören zum Leben zu erwachende Urzeitkrebse in ein Spielzeugladen? Ich war ehrlich gesagt entsetzt, als eine Freundin meiner gerade mal 8-Jährigen, ab 8 Jahren ist dieser Spielzeughit von Cosmos empfohlen, eine Packung Urzeitkrebse zum Geburtstag schenkte. Obwohl, nein, gerade weil, sollte ich sagen, wir Tiere achten und ich versuche, den Kindern eine ethische Verantwortung für unsere gesamte Mitwelt zu vermitteln, fühlte ich mich weder zeitlich in der Lage, noch hatte ich die Muße, allein im Haushalt mit 3 Kindern noch eine zusätzliche Verantwortung für Haustiere zu übernehmen. Der Vater erklärte sich dann bereit. Dort steht nun das mittlerweile sehr trübe gewordene Wasser, liegt wohl an den Häuten auf der Fensterbank im Sommer herum. Wie funktioniert das und welchen pädagogischen Effekt haben Sie, die Krebslein? Als staubfeine Dauereier in Folie eingeschweißt, werden sie zusammen mit dem bitte richtigen Salz, Jod, Frei- oder Meersalz in einem Plastikbehältnis zum Leben erweckt. Es dauert etwa 4 Wochen, bis sie ausgewachsen sind, wenn es dazu kommt. Tückisch sind die Regeln, die dabei zu beachten sind. Die Wassertemperatur darf 27 Grad nicht übersteigen, das verdunstete Wasser muss nachgefüllt werden, ob Salzwasser oder nicht, diese Angabe fehlt, ist nämlich zu wenig Salzgehalt im Wasser, können die Tiere von Schimmel befallen werden, gegen Staub sollte das Gefäß mit Papier zugedeckt werden, allerdings soll auch Sauerstoff herankommen, auf keinen Fall darf man mit den Händen hineinfassen, bei zu viel Futter verschlechtert sich die Wasserqualität und sie sterben. Es muss, um Sauerstoff im Wasser zu erzeugen, regelmäßig umgerührt und mit einer Pipette Luft hineingeblasen werden, so bilden sich auch Algen die Nahrung der Krebslein. Dennoch ist es normal, dass 90% der Larven sterben. In der Natur wohl auch. Nun hat sich also das Kind zusammen mit dem verantwortungsbewussten Elternteil 4 Wochen die Mühe gemacht, das Experiment ist geglückt. Und nun? Aussetzen ist verboten. Da es hier keine Salzseen gibt, würden sie ja auch sofort sterben. Cosmos empfiehlt. Bei guter Haltung können die Salzkrebschen noch einige Wochen leben und eventuell bilden sie Nachwuchs. Du kannst sie aber eventuell einem Aquarianer geben. Salzkrebschen werden vielfach als Fischfutter geschätzt. Na klasse, welche wertvolle pädagogische Lektion haben unsere Kinder da erhalten, oder? Tiere zu verschenken ist ein No-Go. Jetzt ist Sommerzeit, die Tieraussetzzeit und die Tierheime quillen über. Sich allerdings gut überlegt, ein Kamerad fürs Leben aus dem Tierheim zu holen, der Zeit, Liebe, Aufmerksamkeit und auch Geld kostet, ist ab dem richtigen Alter und nur, wenn ich selbst als Erwachsener auch Zeit habe, wenn das Interesse der Kindlein erlischt und der Unmut sich für die regelmäßigen Verpflichtungen einstellt, durchaus pädagogisch sinnvoll und eine große Bereicherung. In diesem Spielzeugkit spiegelt sich für mich auch die ambivalente Haltung unserer Gesellschaft wider. Tiere als Freunde in Plüsch und Märchen sowie als geliebtes Haustier und aus Gier nach Fleisch völlig anonymisiert dann auf unserem Teller. Das macht mich traurig und nachdenklich. Und ich wünsche mir eine Welt, in der Tiere den Platz bekommen, der ihnen einst vom Schöpfer zugedacht wurde. Weder als Experiment unserer Kinder oder auf unseren beliebigen Gebrauch oder Verbrauch reduziert und entwürdigt. Tja. Und damit endet ein Aufruf voller Betroffenheit und Bestürzung. Ich entlasse Sie nun mit dem sicherlich provokanten Denkanstößen zu sympathischen Urzeitkrebsen und ökologischem Ballast in Kinderform. Guten Tag.